Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir müssen, genauso wie Jesus, unser Leben hingeben für die Brüder, uns selbst aufopfern. Das ist, was die Bibel von uns fordert. Wir sind es schuldig. Es ist unsere Schuld, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat, Vers 17, und seinen Bruder Notleiden sieht, sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also du kannst sagen, ja, aber ich liebe doch meinen Bruder und tust nichts. Ja, dann sagt die Bibel sogar, dass du, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und das passt wirklich super, ist eigentlich fast eine Parallelstelle zu Jakobus 2. Schlagt mit mir auf Jakobus 2. Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat doch keine Werke, kann ihn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also genauso wie in Jakobus 2 geht es auch in 1. Johannes darum, dem Glauben Werke hinzuzufügen und Jesus nachzufolgen. Und nicht einen sinnlosen, toten Glauben zu haben, der dich zwar in den Himmel bringt, aber anderen nicht hilft. Es geht hier um andere, dass wir unsere Brüder lieben sollen. Also, Vers 17, wer aber die Güte dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht, geh hin, wärme und sättige dich. Was soll das für eine Liebe sein? Das ist keine Liebe. Und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das Ding ist, wenn du dein Herz verschließt vor anderen, dann bleibt die Liebe Gottes nicht in dir. In dir selbst bleibt die Liebe Gottes nicht. Also, du musst anderen Gutes tun, um selbst Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es nützt nichts, wenn du nur dir Gutes tust und nur selbst Bibel liest und nur selbst irgendwie für dich dein eigenes Ding machst, sondern du musst anderen Gutes tun, damit die Liebe Gottes in dir bleibt, damit du Gemeinschaft hast mit Gott. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wenn du einfach nur toten Glauben hast, wenn du einfach nur für dich lebst und nicht deine Brüder liebst, wie das in Vers 18 steht, in Tat und Wahrheit. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit sollen wir lieben. Und anderen was Gutes tun. Und das ist etwas, was mir persönlich auch überhaupt nicht leicht fällt. Aber ich habe das gelernt durch Seelengewinn. Seelengewinn ist das Beste, was man tun kann, um zu lernen, andere zu lieben, etwas, wie gut ist es, anderen etwas Gutes zu tun. Und manchmal denke ich mir so nach der Arbeit, oh Mann, ich fühle mich irgendwie so leer und irgendwie denke ich mir, dieser Tag war heute nicht besonders sinnvoll und es fühlt sich einfach nicht gut an, weil ich weiß, ich habe niemand anderem irgendwas wirklich Sinnvolles getan. Und oftmals ist es dann wirklich eine Motivation für mich, Seelengewinn zu gehen, anderen das Evangelium zu verkündigen, um anderen was Gutes zu tun. Und das erfüllt unser Herz, wenn wir sehen, dass jemand gerettet wird und dass wir jemand anderem helfen konnten, das verändert auch unser Herz. Dann haben auch wir Gemeinschaft mit Gott. Aber indem wir eben anderen etwas Gutes tun. Und wie gesagt, mir persönlich fällt das nicht unbedingt leicht, aber es ist etwas, was ich zunehmend lerne durch Seelengewinn. Wie gut das uns ist und wie wichtig das ist und was das für eine Motivation sein kann, Seelengewinn zu gehen und dadurch eben auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Und etwas Sinnvolles zu tun ist eben nicht nur selbst Bibel zu lesen, sondern auch die Bibel zu verkündigen, auch anderen zu helfen und es einzusetzen für andere. Wir sind es schuldig, für die Brüder unser Leben hinzugeben.